Moin Leute und herzlich willkommen aus Düsseldorf. Ja. Ja, heute mal ganz was anderes. Heute gehen wir beim Japan-Tag vorbeischauen. Ja, und mal schauen, wie lange wir da durchhalten und ob es heute Abend auch das Feuerwerk gibt. Ja, und wir haben uns entschieden, wir nehmen euch einfach mal mit. Und los geht's nach dem Intro. Wir sind auf dem Japan-Tag und ja, also ich würde sagen, richtig rappelvoll. Also ich habe schon festgestellt, wenn ich auf Klo muss, muss ich eine halbe Stunde mich vorher anstellen. Ja, also mal eben schnell, weil man dringen muss, ist nicht drin. Ja, jetzt gucken wir erstmal hier durchs Menschengemenge, wie das mit dem Film überhaupt funktioniert heute.
Lok. Holzschuhe. Wir möchten euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen. Wir beginnen mit Platz 3. Platz 3 ist... Du bekommst, wie erwähnt, einen Preis von der Dunkmi. So, dann. Ja. Jetzt wird spannend, jetzt haben wir nur noch zwei Platzierungen. Bitte einmal schön vorne an die Bühne. Genießt den Applaus. 1位のこちらのコスチューム、コスプレなんですけれど。
oh Mann, Leute, hier geht doch einiges schief beim Japan-Tag. Also nicht beim Japan-Tag selber. Klar, war da auch ein bisschen nass. Aber wir mussten unseren Fahrer jetzt mal eben abgeben. Der hat Zahnschmerzen bekommen. Ab in die Notfallklinik. Ja. Und der stoßt dann gleich wieder dazu. Jetzt geht's für uns noch ein bisschen hier im Japan-Tag gucken. Ja. Und wir nehmen euch weiter mit. Da haben die Damen sich schöne Bilder geholt. Die glänzen sogar richtig. Der Große ja auch. Ja. Zeig noch mal kurz. Von Pokémon, die Evoli-Entwicklungen. Cool. Thank you.
Wir können es gleich küssen.
Ja. Thank you.
Schnell, aber jetzt rechts. Ich fand den Tag soweit richtig gut. Also Japan-Tag kann man einmal im Jahr machen. Wie fandet ihr es da hinten? Super. In 300 Metern links halten. Ja. Zweimal kräftig geregnet, nee, zweimal, aber ja, aber dann, wenn aber wir dann ging es doch wieder. Ja, wo wir uns gut unterstützen. Schönes Wetter auch. Jetzt links halten und dann im und zum Schluss dieses schöne Feuerwerk. Ja. Jetzt die zweite Ausfahrt. Ist mal halt was ganz, ganz anderes hier auf dem Kanal gewesen. Mal schauen, ob es in Zukunft nochmal was so hier auch weiterhin geben wird. Wir werden schauen. Ja, das ist unser kleiner Fazit des Tages. Außer der Regen war es halt super gut, nur halt ein bisschen voll. Ja, und lasst mal gerne einen Kommentar oder ein Like da, was ihr von dem Tag gehalten habt oder das Video fandet. Jetzt die dritte Ausfahrt nehmen. Redet mir nicht immer dazwischen. Ja, und für die Leute, die es noch nicht getan haben, das Abonnieren nicht vergessen und die Glocke drücken. Und wenn ihr das getan habt, sehen wir uns dann in wieder. 300 Meter rechts ab. Nee, nicht in 300 Meter. Sehen wir uns wieder, wenn es heißt Fahrt und Freizeit, Winnie, nur für euch unterwegs on Tour.